Jessica und Elise stehen im Finale. Hättet ihr damit gerechnet? Ich glaube, wir haben gar nicht daran gedacht. Wir haben gedacht, einfach, wir schauen, was wir machen. Wir machen dort das Beste ab dem Halbfinale. Und klar, das war ein Traum. Und der Traum ist in Erfüllung gegangen. Ist alles so aufgegangen, wie ihr es euch gewünscht habt? Oui, presque tout s'est passé comme on voulait. Il y a toujours des petites imperfections. On peut toujours faire mieux. Mais c'était vraiment incroyable. On a eu beaucoup de problèmes avec le moteur. C'était difficile à prévoir. Mais c'est super bien allé. On est vraiment contente. Wir bedanken auch ganze Regie von SRF hier, die alles uns geholfen haben und so lange mit uns gearbeitet haben. Sonst hätten wir nie so eine gute Nummer können machen. Es war fast ein bisschen halsbrecherisch, was ihr gezeigt habt. Könnt ihr das jetzt noch steigern? Muss ich mal noch mal schauen? Das kann man immer steigern. Wir haben eine kleine Idee. Wir müssen jetzt schauen, ob es technisch hier möglich ist. Aber wenn es möglich ist, dann hoffen wir. Dann gibt es es so auch. Hoffen wir. Könnt ihr schon ein bisschen verraten, in welche Richtung es geht? Also, wir möchten, wenn es klappt, im Trapez bleiben. Ja. Mit einem Zusatz, das sagen wir nicht mehr. Aber noch mehr spektakulär wäre es. Freuen wir uns auf ein Spektakel mit euch. Dankeschön.